Dabei in alter Treue auch der Wienerwald Viergesang. Ich möchte alle sehr, sehr herzlich begrüßen, freue mich sehr, dass so viele gekommen sind. Begrüße unseren Bürgermeister mit seiner Gattin, Herrn Ingenieur Wörleitner, die Vertreter der Gemeinde, meinen Kulturreferenten, Herrn Grundner und die Gemeinderäte. Die Presse, freut mich sehr. Und alle guten Freunde. Für mich war da alles öd und leer. Na, da zieh ich im Leben nicht her. Ich gehe sicher nicht weg von der Stadt, die für mich so viel Abwechslung hat. So war damals meine erste Reaktion. Na, wir überreden Sie schon, war meine Familie überzeugt. Und wirklich haben sie es dann erreicht, dass nach einiger Zeit sodann das mühevolle Hausbauen begann. Ich pendelte also hin und her mit zwei kleinen Kindern. Es war wirklich schwer. Ich beaufsichtigte die Arbeiter, packte überall an, wie so viele Häuselbauer getan. Lauter nette Nachbarn rundherum. Niemand war es damals zu dumm, untereinander Werkzeug zu borgen. Ich machte mir immer weniger Sorgen wegen der Eingewöhnung hier. Und am Abend tratschten und sangen wir, saßen gemütlich auf Kisteln und Latten, zufrieden, was wir geleistet hatten. Wiener Neudorf wuchs dann mehr und mehr, eine Menge Leute zogen her. Viel Grün im Ort, alles wunderschön. Auch unser Haus, das lässt sich sehen. Hier zu wohnen ist wirklich fein. Wir sind sehr stolz, Wiener Neudorfer zu sein.
Skiurlaub. Meine Freundin und ich, wir fuhren viel auf Skiurlaub. Saalbach war unser Ziel. Wir suchten uns einen netten Hang, jedoch mit der Zeit, über kurz oder lang, merkten wir, es war alles zu steil. Also nahmen wir freudig am Skikurs dann teil. Gott sei Dank hatten uns alle sehr gern, denn was wir dort lieferten, du meine Herren. Liftfahren war für uns immer ein Graus. Ob Sessel oder Schlepper, wir flogen hinaus. Wir schrien Help, wenn es ums Aussteigen ging. Es nützte uns nichts. Unser Körper über den Abgrund hing. Eine Kurve hatte es uns angetan. Entsetzt schaute hinunter vom Lift der Mann. Passiert war uns nichts, weich war der Schnee. Und am Abend in der Hütte beim Jagertee waren wir fit bis in die Morgenstunde und unterhielten mit Schmäh und Singen die Runde. Beim Skikursende am Schluss gab der Lehrer uns dann einen Kuss. Ihr seid zur Wucht beim Après-Ski, aber richtig Skifahren, das lernt ihr nie.